Welt, okay? Ich bin schon relativ rosa angezogen, muss man fairerweise sagen. Aber ich werde mir gleich noch ein besseres Outfit machen. Du hast natürlich auch schon die pinken Haare. Ich sehe, du bist hier mit dem Thema direkt vertraut. So, ich werde auf jeden Fall, erster Schritt, mein Haus ist leider überhaupt nicht pink. Hast du mich hier eingesperrt? Ja. Ronja, was wird das hier? Oh mein Gott, Lass mich frei! Entschuldigung, hier. Entschuldigung, danke sehr. Ich dachte, ich kann mehr einfärben. Ich habe jedes Mal, ich weiß nicht, was es ist. Ab dem Punkt ist es ein Witz. Ich kriege jedes Mal diese Häuser, die ich nie färben kann. Aber ist okay. Meins sieht schön aus. Es ist trotzdem etwas rosa und der Rest sieht okay aus. Oh, deins ist schön. Ich finde nämlich auch. Und ich ziehe mich jetzt richtig pink an. Bis gleich. Okay, ich auch. So, das hier ist mein Outfit. Ist jetzt alles ein bisschen pinker und eintöniger. So, dann gehe ich mal rüber zu Izzy. Mal gucken, ob die schon fertig ist. Hallo? Sicher oben. Du bist sicher. Oh, hallo. Das ist dein Schlafzimmer. Oh, yeah. Du bist ja riesig. Schick, schick. Ist das ein Anzug, den du anhast? Ja. Gut kombiniert mit Sonnenbrille, Krone und Regenschirm. Oho, gar nicht schlecht. Und ich sehe, dein Schlafzimmer ist komplett pink. Dein Boden, dein Bett. Ja, ist es. Du siehst auch gut aus, Ronja. Sehr, sehr hübsch auf jeden Fall. Dankeschön. Ich habe eher ein hellrosa genommen. Ja. Ich dachte, vielleicht das Knallpink. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eine knallpinke Hose gefunden. Aber die war ziemlich weit am Ende. Okay, na gut. Aber ich fühle mich wohl. Ich finde das Outfit mega schön und ich finde dein Outfit auch mega schön. Wollen wir in die Stadt gehen? Ja, okay. Oh mein Gott, du hast hier noch einen. Ich ziehe bei dir ein übrigens. Ich habe gerade gesehen, du hast noch ein extra Bett. Ja, das ist weiß. Guck mal, das ist hier mein Bad. Ah ja, schön. Okay, warte, ich gehe nochmal duschen. Kannst du nochmal kurz draußen warten? Danke. Ja. Okay. Gut, ich bin ready. Wir können in die Stadt gehen. So. Let's go. Den Kamin lasse ich an, oder? Da kann ja nichts passieren. Ja, Kamin ist an, da kann gar nichts passieren. Hast du mein Pinkmobil schon gesehen? Dein Pinkmobil? Versuch's gerade zu spawnen, mein Pinkmobil. Dein Nein, warte mal. Nein, das Entschuldigung, das war's nicht. Entschuldigung, das ist ja ein schönes Pinkmobil, was du da hast. Danke. Wo hat's denn den Namen gar her? Der... Okay, keine Sorge, weil ich kann sonst notfalls auch ein Pinkmobil uns erstellen. Ein Gefängniswagen, sag mal. Okay, weißt du was? Deine Pinkmobile haben mich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Wir holen uns hier. Oh! Okay, ich komme zu dir. Ey, yeah! Oh, das sieht super hübsch aus. Das sieht aus wie so ein Barbie-Auto. Traum-Auto, yeah! Oder? Total! Das hab ich auch gerade gesagt. Und ist das rosa? Wo willst du hin? Ich würde gerne. Ich glaube, ich möchte nochmal zum Friseur. Ich möchte mir noch ein paar Strähnchen machen lassen. Du hast ja schon pinke Haare. Rosa Strähnen, das Aber ist cool. Rosa Strähnen sind natürlich... ich steig kurz aus. Du parkst wahrscheinlich ein. So. Ich park nicht ein, ich lasse ihn einfach da stehen. Okay. Ist gerade keiner da. Wir können die Haare kostenlos machen. Beeilung. Oh mein Gott. Ganz schnell. So, ich glaube, ich mache ein bisschen... So. Behalt meine pinken Strähnen einfach. Ja, deine pinken Strähnen sind süß. Du musst dir deine Haare nicht umfärben. Und ich sehe aus, als wäre ich einmal aus dem Kaugummi-Automat ausgespuckt worden. Nein, jemand klappt mein Auto! Oh mein Gott, nein, stopp! Jemand klappt mein Auto! Stopp! Oh mein Gott, wo... Nein! Wo ist er? Da! Abgeschlossen! Und jetzt kann hier keiner mehr rein. Okay. Und ich auch nicht. Wieso kann ich da selber nicht mehr rein? So, steig ein, schnell! Ja, ich bin drin. Okay, wir können los. Ha! Oh, warte, sie sitzt hinten bei uns drauf. Nein! Warte, ich wollte eh nur zum Eisladen mit dir und Rosa Eis essen, oder? Ja, perfekt. Das können wir gerade machen. Ich muss sagen, die pinken Haare sind cute. Ich mag die. Ja, oder? Aber Ronja... Es gibt gar kein pinkes Eis. Es gibt kein... Aber weißt du, wo es pinke Milchshakes gibt? Oh, yeah. Bei Starbucks. Wir können jetzt alle nicht fahren, weil es Mädchen da ist. Ich glaube, wir müssen laufen. Ich glaube, die explodieren uns auch gerade unser Auto. Warte, wo ist Starbucks? Das ist da hinten. Oh, da ist aber ein weiter Weg. Oh, Nanu, was macht denn das Pinkmobil hier? Das Pinkmobil ist wieder da, yeah. Guck mal, er raubt die Bank einfach raus. Ach. Ah, da können wir nichts machen. Da machen wir nichts. Ja, wir sind ja auch rosa. Mhm. Die Bank ist grün. Da kann man nichts machen. So. Da ist auch gerade keiner da. Der Shake. Da steht auch gerade einer. Ich habe aus Versehen auf dich geklickt. Der wollte, dass ich dich aus meinem Haus sperre. Aber habe ich nicht gemacht. Keine Sorge. Oh, Ronja. Yeah. Willst du mal fahren? Oh ja, klar. Ich kann auch mal fahren. Okay, wahrscheinlich, weil ich so ein guter Fahrer bin, oder? Ich habe schon von gehört. Ich setze mich lieber hinten rauf. Da bin ich, glaube ich, sicherer. Okay, wie du möchtest. Das ist deine Entscheidung. Ich trinke auf jeden Fall meinen Milchshake beim Fahren. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, kannst du dein Auto aufschließen? Wo waren wir überhaupt hin? Warte. Ich überrasche dich. Pass auf. Wir fahren an einen geheimen Ort. Yes, jetzt geht's los. Wir fahren an einen geheimen Ort und du wirst sehen,
dass dort der schönste pinke Ort der Welt ist. Und zwar ist es... Hier noch nicht. Der Friedhof hier links. Ja, vielleicht sind wir hier gerade eine kleine Extrakurve gefahren, um ein bisschen die Gesellschaft, nicht die Gesellschaft, die Landschaft zu genießen. So, gar kein Problem. Wir fahren hier, ich glaube, ich nehme mal die Abkürzung, weil ich habe mich hier ganz schön verfahren. So, Sekunde, ich muss hier einmal wieder durch die Stadt zurück. Oh, warte, ich wollte, kannst du kurz beim Krankenhaus halten? Beim Krankenhaus? Ja, ja, mach mal kurz so eine Abbiegung gleich links und zum Krankenhaus. Ja, klar, kann ich machen hier. Ist ja oft so, dass man oft mal spontan zum Krankenhaus muss. So? Ja, ja, ich wollte nämlich noch was abholen. Du kannst hier draußen warten. Okay, ich warte beim Auto. Kein Ding. Zack. Da hab ich's auch schon. Hast du... Mein rosa Baby. Hast du gerade ein Baby einfach geklaut, was du krank hast? Ja, das war rosa und das lag einfach nur rum. Willst du es haben? Klar, warum nicht? Kannst du Baby haben. Oh mein Gott, wir haben ein rosa Baby. Warte, dann musst du aber fahren. Ich kann mit dem Baby auf dem Schoß, kann ich nicht fahren. Okay, ich kann uns hinten draufsetzen. Was ist denn ein guter Ort für ein Baby? Der Kindergarten. Der Kindergarten, okay, meinetwegen. Der ist aber, glaube ich, nicht so pink. Vielleicht können wir da irgendwas umfärben. Warte mal. Der ist echt nicht so pink. Wir können das Baby aber hier schon mal zwischenlagern, theoretisch. So ist nicht. Genau, oh, hier hinten ist ein pinkes Bett. Warte mal. Hier, da tue ich es mal rein. Okay, perfekt. Sie ist einmal drin. Oh mein Gott, die ist ganz schön gewachsen. Ja, das geht schnell bei den Babys. Ja gut, und dann viel Spaß. Sachen an, guck mal. Stimmt, dir passt sogar zu uns. Okay, dann viel Spaß im Kindergarten, kleines Mädchen. Wir holen dich später ab. Wir machen nämlich jetzt noch einen Ausflug. Okay, Easy, du musst hier einmal kurz... Oh mein Gott, dein Haus brennt. Einparken. Warte, dein Haus brennt. Wie kann das sein? Schau mal die Garage auf. Easy, dein Haus brennt. Ja, ich bin auch in der Garage und hier ist kein Feuer. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Komm mal rein, bitte. Oh, mein Haus brennt. Ja, dein Haus brennt. Ja, gut. Eigentlich wollte ich nur sagen, oh, hier ist schon die Feuerwehr. Alles gut, kein Problem. Dann müssen eigentlich wollte ich umziehen. Nur sagen, du Komm, sollst deine Klamotten holen. Oh. Ja, ja, Klamotten. Ich habe rosa an. Also, das rosa an. Lass uns einfach wegfliegen. Ich lasse es einfach brennen, bis die es gelöscht haben. Oder dazwischen fliegen wir absolut hin. Ja, dann fliegen wir wohin? Da sind wir auch schon beim Airport. Einmal aussteigen, bitte. Oh, let's go. Ich habe perfekt geparkt. Für ein pinkes Auto gehört sich das so. Okay, gut. Ich bin schon im Flieger quasi. Ich bin hier sehr schnell. Du bist gar nicht im Flieger, du bist direkt vor mir, Ronja. Ja, ich bin quasi im Flieger. Wo fliegen wir denn jetzt eigentlich hin? Oh, wo wir hinfliegen? Wir fliegen in die pinkeste Welt, die du jemals gesehen hast, okay? Schnall dich an, setz dich hin. Wir fliegen los. So, und da wären wir. Hier ist alles rosa. Und es ist quasi wie unsere Stadt, die wir kennen, aber halt innen ein bisschen pinker. Ich hoffe, das ist kein Problem für dich. So, komm mal einmal mit. Mega schön. Und zwar, was ich beobachtet habe, es ist ja unsere Stadt, beziehungsweise wir sehen unsere Stadt da ganz hinten, ja? Ja. Und ich habe da ganz hinten, sehe ich Feuer in der Luft. Siehst du das? Oh nein. Siehst du das am Himmel? Ja. Ich möchte dich nochmal fragen, kann dein Haus brennen? Ja oder nein? Nein, Ronja, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, nein. Das ist von deinem Haus, dass du gerade die ganze Stadt abbrennst. Das ist so sehr Quatsch. Oh, guck mal, dafür leben wir jetzt in einer rosanen Stadt. Ist auch egal, ob da das ein oder andere Haus abfackelt. Okay, ja, wir haben... Oh mein Gott, was ist denn das hier? Das ist viel wir haben hier so einen kleinen Pavillon. Okay. Lecker Schnecker. Gar nicht schlecht. Hast du das extra hier für uns organisiert? Das ist natürlich... Ja, du kannst direkt bei der Polizei reingucken, zu den Gefängnisstellen. Das hast du dir voll gut überlegt. Voll schön. Ist das schön. Ja, guck mal, hier ist so ein Schlafzimmer. Oh, ultra schön. Aber warum ist hier ein Schlafzimmer? Ich bin ein bisschen klein. Keine Ahnung. Als ich das letzte Mal hier war, sah es aber doch anders aus. Wieso sind wir so winzig? Was ist denn das für ein Riesenspiegel? Ich bin mir nicht sicher, ob ich ein großer Fan bin von Brookhaven in Pink. Irgendwie ist es sehr verstörend. Das fühlt sich ein bisschen an wie so ein Fiebertraum. Weißt du, irgendwie sind überall Sachen. Wo redest du denn? Ich meine, das Picknick selber ist ja hübsch. So ist ja nicht. Na, siehst du. Ich verstehe nur nicht ganz, warum es hier ist, neben dem Schlafzimmer. Warum habe ich auf einmal so komische Sachen an? Oh mein Gott, ja, unsere Klamotten sind weg. Nein. Oh, warte, ich habe mich auch umgezogen. Hä? Haben wir das Gleiche an? Guck mal, wurden wir beide einfach rumgezogen? War das das Outfit? Wahrscheinlich. Ich glaube, ja. Oh mein Gott, stell dir vor, unsere richtige Stadt brennt ab und dann müssen wir für immer hier leben. Nein! Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Ich will hier leben. Ich will nicht in eine pinke Brookhaven-Welt. Dann müssen wir in dieses blöde Baumhaus ziehen, da ist nicht mehr was drin. Guck mal, wie wenig Platz da ist. Schau mal, hier,
Dann kann ich hier links wohnen, du wohnst hier rechts. Oh mein Gott, das ist noch ein Bett. Mhm. Nice, wir haben nicht mal eine Küche. Wir haben kein Essen. Wir werden verhungern, Izzy. Wir werden verhungern und sterben. Oh nein. Siehst du, was du getan hast mit deinem Kamin? Das ist doch nicht meine Schuld. Okay, aber wessen Schuld ist es dann? Wahrscheinlich die Feuerwehr. Man muss ja nicht immer irgendjemandem die Schuld geben, weißt du, Ronja? Okay, das na gut. Das ist auch nicht gut. Fairerweise würde ich es der Feuerwehr sagen. Einfach, wie sie sind. Genau. Okay, na ja, gut, dann lass uns mal gucken, ob wir noch irgendwie zurückfliegen können in unsere richtige Stadt, weil das kann es ja nicht sein. Oh Gott, zum Glück gibt's unsere Stadt noch. Das war wirklich ein weirder Trip. Was war das denn für eine komische Stadt? Ich bin so froh, dass wir wieder zu Hause sind, Izzy. Zu Hause und nichts brennt. Die Feuerwehr hat ihren Job gemacht. Oh, vielleicht war das eine andere Stadt oder sowas, die wir gesehen haben. Ja, okay. Na klar. Gott sei Dank haben wir es dann nochmal geschafft. Das war's dann aber mit einem Tag Überleben in einer komplett pinken Brookhaven-Welt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und schaut hier gerne auf dem letzten Video vorbei. Da haben wir in einer komplett grünen Welt gelebt. Okay, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!